Fähigkeiten oder auch welche deiner Fähigkeiten bringen dich gut durch die kommende Zeit? Das will uns das Golden Wheel Tarot beantworten von der Mila Losenko. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, schön, dass du da bist. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns auf diese Frage schauen. Ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Und ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe auch mir noch überhaupt nicht Gedanken gemacht, in welche Richtung das gehen könnte. Wir lassen das jetzt einfach mal komplett offen und schauen, was das Tarot uns dazu mitteilen möchte. Du für dich prüfst bitte wieder, ob das mit dir in Resonanz geht, ob du damit was anfangen kannst oder ob du sagst, das hat ja gar nichts mit mir und meinem Leben zu tun, das ist mir völlig fremd. Denn dann verwirf es einfach. Ansonsten bist du herzlich eingeladen, dabei zu bleiben, dich ja zu entspannen, zurückzulehnen und jetzt mal zu schauen, was da kommen mag und genauso gespannt zu sein, wie ich es bin. Also, wir wollen mal gucken, was meine lieben geistigen Helfer mir für heute hier mitteilen möchten. Mal gucken, ob das hier gerade ist. Ja. So, dann schauen wir mal, was da jetzt gleich gelegt werden möchte. Welche Fähigkeiten bringen meine Zuschauerinnen und meine Zuschauer gut durch die kommende Zeit? Ich lege drei Botschaften, werde die ein bisschen vertiefen und du nimmst dir einfach das davon mit, was du für dich brauchen kannst. Botschaft 1, Botschaft 2, Botschaft 3. So, was kommt da? Der Narr. Also die Fähigkeit, die dich gut durch die kommende Zeit kommen lässt, ist es, Neues hereinzulassen. Bereit zu sein, einen Neuanfang zu machen. Unbekannte neuen Dingen eine Chance zu geben, einen Platz zu geben in deinem Leben. Da gehört auch eine ganze Portion Unbeschwertheit dazu. Ja? Neugier, Offenheit. Sag mir, um was es hier genau geht. Da haben wir die 8 der Schwerter, das Ass der Stäbe und die 10 der Schwerter. Ja, wahrscheinlich bist du momentan in genau der entgegengesetzten Energie, nämlich derer, dass du dir vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst, dass hier nochmal etwas Neues, Schönes kommen könnte. Na, vielleicht siehst du momentan alles sehr schwarz, sehr negativ. Vielleicht siehst du, dass das, was hier vielleicht beendet werden möchte oder was hier aufgegeben möchte oder was hier losgelassen werden möchte, dass danach nichts Besseres oder Schöneres nachkommen könnte. Und hier sagt man dir ganz klar, hier begrenzt du dich selbst. Du bist hier in deinem eigenen Gedankenkarussell. Ne? Die 8 der Schwerter, die sehen eine Situation manchmal desolater, als sie tatsächlich ist. Da sieht jemand vielleicht den Ausgang nicht in einer Problematik oder in einer Situation. Und hier darfst du dich konzentrieren auf die Chance, die in den Dingen steckt. Schau dir an, welche Chance ein Neuanfang mit sich bringen würde. Und hab weniger Angst davor, dass bestimmte Dinge zu Ende gehen. Ob sich das jetzt bezieht auf eine Partnerschaft oder eine Arbeitssituation, ob sich das vielleicht auch auf die gesellschaftliche und politische Situation im Außen bezieht. Liegt hier nicht. Es geht einfach darum, dass das Universum sagt, wenn du hier deine Offenheit mehr lebst, wenn du dich hier mit Freude, mit Elan auf einen Neuanfang schauen lassen würdest,
dann würde dir das besser tun. Ja? Momentan hängst du noch mehr in dieser Schleife, dass du Angst hast, dass du etwas verlierst, dass du Angst hast, dass du etwas loslassen musst, dass etwas vielleicht nicht mehr ist und du damit noch nicht so siehst, was die Chancen in dem Neuen sind. Da haben wir die 7 der Münzen, die 5 der Stäbe, und die 7 der Schwerter. Vielleicht geht es ja auch darum, dass du momentan eher in der Energie bist, dass du etwas zu schnell möchtest, was dich und die Situation aber überfordert, weil die Dinge einfach ihre Zeit brauchen, ne? Das Prinzip von Saat und Ernte. Und du dich hier, ja, wirklich im Sinne, du schädigst dich hier selbst. Du würdest dich hier selbst schädigen. Lass ein bisschen los, sei hier entspannter. Der Narr ist ja auch, man kann ihm zwar Oberflächlichkeit zuschreiben, man kann ihm aber auch Leichtigkeit und Entspanntheit zuordnen. Ja, das ist eine Energie, die lässt zu, die macht Tür auf, die ist bereit, sich etwas Neues anzuschauen. Und hier wird noch sehr viel Energie für Altes verbraten und da heißt es, damit betrügst du dich selbst, das ist eine Illusion. Hör auf, für Dinge zu kämpfen oder hör auch auf, für etwas zu kämpfen, was du dann vielleicht auch auf der anderen Seite dann ganz schnell haben willst. Ja, vielleicht bist du ja auch jemand, der durchaus neue Chancen schon sieht und auch erkennt, aber damit vielleicht dann auch zu ungeduldig ist. Das muss sich dann vielleicht alles zu schnell umsetzen. Das muss heute früh ein Samen gesetzt, morgen muss schon der Baum dastehen. Da sagen die dir momentan, so läuft das jetzt hier momentan nicht. Ja? Entspann dich und versuche mehr, ja, die Dinge einfach geschehen zu lassen. Beobachte momentan noch mehr. Und wisse, wir haben es hier in der Mitte liegen, dass es hier um neue, wunderbare, vielversprechende Chancen geht. Ja, du würdest hier eher einen Verlust erleiden, wenn du im Alten stecken bleibst. Ja, schau mal, die 9 der Schwerter auch noch. 5 der Münzen, 9 der Schwerter. Und die Königin der Stäbe. Das heißt, du würdest wahrscheinlich das, was du eigentlich möchtest in deinem Leben. Und was du momentan vielleicht noch krampfhaft einer alten Energie zuschreibst. Das würdest du nicht erreichen, weil es dort nicht zu finden ist. Dort liegt es nicht. Du findest deinen Willen, deine Ziele, Erreichung, das, was du dir wünschst und umsetzen möchtest, eher im Neuen, denn im Alten. Also lass es zu, dass Neues hereinkommt. Sei offen für Neues. Das würde dir hier deine Wunscherfüllung eher garantieren. Das war die Botschaft Nummer 1. Die Botschaft Nummer 2. Welche Fähigkeiten bringen dich gut durch die kommende Zeit? Ja, da habe ich das Rad des Schicksals. Das ist jetzt eine ähnliche Aussage, aber wir schauen gleich mal nochmal, auf was sich das hier bezieht. Da geht es darum, dass man anerkennt, dass das Leben ein Auf und Ab ist.
dass man heute auf der Sonnenseite steht und morgen vielleicht wieder auf der Schattenseite, dass sich das Rad des Schicksals hier vielleicht auch drehen möchte, dass du das Schicksal vielleicht auch annehmen möchtest oder es vielleicht auch dem Schicksal überlassen möchtest. Wir schauen mal, um was es genau geht, noch ein bisschen weiter weg. Um was geht es hier konkret? Da haben wir den Turm. Den Wagen. Und den Ritter der Münzen. Also hier kann es jetzt sogar sein, dass es, dass da jetzt, wir haben diese Woche der Gegensätze, das hatte ich ja bei den anderen Legungen auch schon, hier kann es jetzt wieder sein, dass es um die Menschen geht, die wieder schneller loslassen möchte, als sie den gut tut. Na? Also hier sind welche, die würden am liebsten gleich alles niederbrennen und alles sofort verlassen und alles sofort wegwerfen. Und hier heißt es, mach mal ein bisschen langsamer. Ja? Das Schicksal sorgt hier sowieso dafür, dass alles in die richtige Richtung geht. Du musst hier nicht alles niederbrennen, du musst hier nicht alles sofort loslassen, aufgeben, wegschmeißen, beenden. Sei mal nicht so schnell damit. Ein Schritt nach dem anderen, mach ein bisschen langsamer. Ja? Also hier mehr ins Vertrauen auch zu gehen, dass das Universum oder eine höhere Macht oder Gott sowieso am Ruder sitzt. Die 10 der Stäbe, die 6 der Kelche und die 4 der Kelche. Ne? Da ist jemand, da geht es um jemanden, der seine Fähigkeiten insofern einbringen darf, dass er das, was momentan ist und was momentan vielleicht noch belastet, nicht zu schnell loswerden will, mit dem Gedanken, hier in eine perfekte, wundervolle Zukunft zu gehen, weil das noch nicht so hergestellt werden kann. Also auch hier wieder ein Aufruf dazu, sich wirklich der Geschwindigkeit dessen anzupassen, was das Schicksal für dich, für uns alle vorgesehen hat. Wir können momentan das eine oder andere nicht beschleunigen, auch wenn wir es gerne tun würden. Ne? Man darf wissen, es geht in die richtige Richtung, man darf wissen, es geht dorthin, wo man hin möchte, aber ein zu schnell würde einen überfordern. Es würde die Dinge auch überfordern. Es würde vielleicht auch die Situation oder andere Menschen überfordern. Hier ist die Fähigkeit verlangt, sich tatsächlich der Geschwindigkeit des Universums anzupassen. Und die Dinge in gewisser Weise auch auszuhalten, die einem nicht schmecken, um zu wissen und trotzdem zu wissen, dass das andere kommt. Dass es aber auch Zeit sein muss dafür. Und die Zeit ist scheinbar noch nicht komplett gekommen. Das geht Schritt für Schritt, langsam. Na, manchen geht es momentan nicht schnell genug. Wieder, ob in persönlicher Hinsicht oder auch im gesamten Außen, was uns momentan da draußen so umgibt. Ihr wisst, was ich meine. Noch einen Aspekt. Der Page der Stäbe. Ja, vielleicht fühlt sich der eine oder andere momentan auch sehr klein und machtlos. Die 7 der Stäbe ist vielleicht auch im Widerstand. Und vielleicht auch oft sehr aufgebracht mit dem Ritter der Schwerter, wütend und genervt von der Situation, weil man sich die Dinge vielleicht auch anders wünscht. Und nochmal, die Aussage hier ist,
Du kommst besser durch die kommende Zeit, wenn du dich dem Schicksal anpasst. Das heißt nicht nichts tun, sondern das heißt immer zu gucken, wann macht es Sinn, etwas zu tun und wann macht es Sinn, etwas zu lassen. Und in welchem Maß. Also werde hier langsamer. Na? Nicht sofort alles jetzt hinschmeißen und loswerden wollen, was du in deinem Leben nicht mehr haben willst. Da ist der Zeitpunkt momentan noch nicht der richtige. Du hast diese Fähigkeiten, wenn es soweit ist, kannst du zum Einsatz bringen. Momentan ist von dir gefordert Hingabe an den Lauf der Dinge, Hingabe ans Schicksal, Hingabe darin, dass die Dinge ihre Zeit brauchen. Ich weiß gerade auch als Widder, dass das manchmal ganz schwer auszuhalten ist. Das ist sicherlich auch diese 10 der Stäbe, dass der eine oder andere von euch da sicherlich auch momentan gefordert ist, ja, sich hier noch zu ergeben. So, und dann haben wir den König der Stäbe. Beim König der Stäbe geht es um eine Energie der Durchsetzungsstärke. Man weiß genau, was man will. Man hat Ziele vor Augen, die man auch erreicht. Man ist sicher auch sehr stark impulsgesteuert. Das kann auch eine Gefahr sein. Ja? Aber in der Regel Menschen mit dieser Energie erreichen, was sie sich vorstellen. Die erreichen, was sie sich wünschen. Also hier schon mal die Aussage, du wirst erreichen, was du dir wünschst. Du hast alle Fähigkeiten in dir für die kommende Zeit. Das, was du dir vorgenommen hast oder deine Wünsche und Träume, die werden sich erfüllen früher oder später. Wir fragen jetzt hier aber nochmal, oder beziehungsweise auf die Frage, welche Fähigkeiten dich gut durch die nächste Zeit bringen. Du hast eigentlich alles, was du brauchst. Ja? Aber schauen wir mal noch genauer hin, was es genauer bedeutet. Hier haben wir den Pagen der Münzen, den Pagen der Schwerter. Und die Stärke. Hier geht es um Menschen, die sich vielleicht selbst nicht so hoch einschätzen, wie sie tatsächlich sind. Also der König der Stäbe, der kann seine Ziele erreichen. Der hat alles dafür, was er braucht. Und hier heißt es aber nochmal, schau dir nochmal das an, wo du dich einfach nicht in deiner Kraft fühlst, wo du das Gefühl hast, du könntest etwas nicht. Schau dich nochmal genau an. Vielleicht stehst du dir mit dem einen oder anderen hier momentan noch selber im Weg, wo du dich kleiner machst, als du tatsächlich bist. Oder wo du selbst dir noch die Fähigkeit absprichst, vielleicht bestimmte Dinge tatsächlich zu bewegen, vielleicht bestimmte Menschen tatsächlich noch für dich zu beeinflussen im positiven Sinn oder das Ruder für dich noch in die richtige Richtung zu lenken. Der König der Stäbe macht sich darüber eigentlich nicht wirklich Gedanken. Ne? Der weiß, dass er es kann. Der ist sich seiner sehr sicher, sehr überzeugt davon. Dann haben wir das Ass der Münzen. Dann kommen die Liebenden und die 9 der Kelche. Rechne mit dem Besten, ist hier die Aussage. Rechne mit dem Besten. Du kommst am besten durch die nächste Zeit, wenn du deine Fähigkeit nutzt, mit dem Besten zu rechnen oder von der besten Lösung auszugehen oder davon auszugehen, dass sich alles so entwickeln wird, wie es für dich und für die Beteiligten das Beste ist. Was für wunderschöne Karten. Das Ass der Münzen, die Liebenden und die 9 der Kelche. Das heißt, du wirst das bekommen, was du dir wünschst. Und das auf eine liebevolle Art und Weise, ohne Kampf. Vielleicht auch in Bezug auf die Liebe, kann auch sein.
Und es wird verbunden sein mit einer großen Glückserfahrung für dich. Wichtig ist, dass du deine eigenen Zweifel rausnimmst, dass du in deine eigene Kraft gehst, dass du rausgehst aus diesem Für und Wider. Und passiert es tatsächlich, kommt es tatsächlich auf mich zu, wird sich der Mensch tatsächlich noch entscheiden, kriege ich den Auftrag, wird es im Außen wirklich positiv weitergehen, ne? Wird es tatsächlich ein gutes Ende nehmen, bla bla bla. Hier heißt es, sei in dem vollen Bewusstsein, dass alles gut ist und dass alles gut kommen wird. Der Stern spricht wieder von Erfolg und von Heilung, aber auch von Distanz. Es kann schon sein, dass das eine oder andere noch ein bisschen in der Entfernung liegt. Der Magier, der weiß, er kann alles, er hat alles. Er hat alles, um die Dinge so zu beeinflussen, dass ja, das rauskommt, was er sich wünscht. Er hat die Elemente alle in der Hand. Und noch der Hängende. Das heißt, für diese Kleinigkeiten, die in dir noch Unsicherheiten bieten, heißt es, denk da mal um. Schau dir die Sachen mal aus einer anderen Position an. Schau auf die Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel. Werde dir dessen bewusst. Hier geht es darum, dass du tatsächlich dir deiner selbst bewusst wirst und deiner Fähigkeiten. Und indem du dir deiner Größe hier bewusst wirst, wirst du auch durch die kommende Zeit gut durchkommen. Weil dann wirst du feststellen, du hast alles, was du brauchst, damit es für dich einfach wunderbar weitergeht. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe in meiner langen Beratertätigkeit, dass viele Menschen viel mehr auf das alles schauen, was sie nicht haben, als dass sie auf das schauen, was sie haben. Also hier ist die Botschaft, schau mal auf das, und damit meine ich jetzt nicht, kannst du natürlich auch, aber damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Werte im Außen, sondern damit meine ich wirklich mal eine Bestandsaufnahme darüber, eine Bilanz zu ziehen darüber, was dich ausmacht. Was sind denn alles deine Fähigkeiten? Was kannst du alles? Was hast du alles schon erreicht? Wo stehst du denn schon im Leben? Was gibt es denn noch, was dich noch umhauen kann? Gibt es da überhaupt noch was? Oder bist du ohnehin schon an einem Punkt in deinem Leben angelangt, wo du schon so viel erlebt hast, dass du weißt, du kannst jede Situation meistern? Der Magier sagt, du kannst jede Situation meistern. Das heißt nicht, dass du jede Situation super finden wirst, ja? Da mögen schon noch Herausforderungen kommen im Leben. Aber du kannst sie meistern. Und mit jedem Meistern wächst du. Mit jedem Mal wirst du größer, wirst du selbstsicherer, wirst du mehr bei dir ankommen, wirst du auch mehr dieses Glücksgefühl haben. Sehr schöne Aussagen, finde ich. Also ich finde sehr, sehr schöne Aussagen. Ja, schau mal, ob du mit einem oder mehreren dieser Botschaften in Resonanz gehen kannst. Mach dir vielleicht Stichpunkte oder schau dir das Video auch gerne nochmal an. Und schau mal, ob du damit tatsächlich für die kommende Zeit was anfangen kannst damit. Schreib es mir auch gerne in die Kommentare, was du für Impulse bekommen hast oder was du daraus für dich mitnimmst. Meine Liebe, mein Lieber, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es in vollen Zügen, ja. Lasst es krachen, habt viel Spaß, genießt den Sommer noch, solange wir ihn hier noch haben. Und ja, alles Liebe, bis Montag, macht's gut, ciao, ciao.